Das sind Nina und Nils. Sie studieren Maschinenbau und behandeln in der Vorlesung zu Maschinenelementen auch alles rund ums Thema Wälzlager. Nils hat die erste Vorlesung Einführung in die Wälzlagertechnik verpasst, weil sein Zug ausgefallen ist. Nina sagt, das ist mal wieder typisch. Ich erkläre dir, worum es ging. Nina erklärt Nils, schon im alten Ägypten um 2500 vor Christus wurde der Grundstein für das Wälzlager gelegt. Damals nutzten die Menschen Gleitkufen, um schwere Lasten zu bewegen. Später wurden unter die Kufen auch noch Rollen gelegt, um die gleitende Bewegung durch eine rollende abzulösen. Nina ergänzt außerdem noch, ab dem 19. Jahrhundert hatte die steigende Popularität des Fahrrads eine entscheidende Auswirkung auf die Nachfrage nach Wälzlagern. Da die Menschen nun durch ihre eigene Muskelkraft für den Antrieb sorgen mussten, kam endgültig der Wunsch nach einer reibungsarmen Kraftübertragung auf. Der Professor hat total davon geschwärmt, wie vielseitig Wälzlager eingesetzt werden können, sagt Nina. Heutzutage werden Wälzlager in fast allen Bereichen eingebaut, in denen sich etwas bewegt oder dreht. So werden Lager in winziger Form beispielsweise in elektrischen Zahnbürsten verbaut. Aber auch in einer großen Windkraftanlage findet man Wälzlager. Lager bestehen für gewöhnlich aus vier zentralen Komponenten: einem Innenring, einem Außenring, den Wälzkörpern und einem Käfig. Dieser Aufbau ermöglicht eine bewegliche Verbindung zwischen einem Gehäuse und einer Achse bzw. Welle, auf der die Lager montiert sind. Durch die Verbindung kann Last übertragen und die Reibung so gering wie möglich gehalten werden. Außerdem nehmen Lager währenddessen noch axiale und/oder radiale Kräfte auf. Zwischen Innen- und Außenring rollen die Wälzkörper ab, wodurch eine Rotation der Lager ermöglicht wird. Der Käfig hält dabei den Abstand zwischen den Wälzkörpern konstant. Wälzkörper kommen in zwei verschiedenen Bauformen vor. Zum einen in Kugel und zum anderen in Rollenform. Die verschiedenen Lagertypen bezeichnet man dann als Kugel bzw. als Rollenlager. Die zwei Lagerarten unterscheiden sich durch den Kontakt der Wälzkörper zur Laufbahnoberfläche. Der Kontakt erfolgt beim Außenring auf der Innenseite und bei dem Innenring auf der Außenseite. Bei Kugellagern ist der Kontakt punktförmig, da die Kugeln nur an einem Punkt die gerade Fläche berühren können. Bei Rollenlagern erfolgt dieser Kontakt in Form einer Linie. Dank Ninas Erklärung hat Nils jetzt verstanden, dass Wälzlager echt vielseitig einsetzbar sind und in verschiedensten Formen zum Einsatz kommen. Falls ihr Wälzlager genauso spannend findet wie Nina und Nils, empfehlen wir euch, die Beiträge hier auf Wälzlagerwissen genauer unter die Lupe zu nehmen.